Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Können wir die Welt verstehen? Das ist ja die ketzerische Frage, die wir zu Beginn dieser Reihe aufgeworfen haben. Und wir stecken gerade tief in der Thermodynamik. Wir haben eine ganze Reihe von Begriffen eingeführt. Aber wir mussten auch feststellen, dass wir diese Begriffe schon arg strapazieren mittlerweile. Zum Beispiel bei der Temperatur haben wir gesehen, ui, da gibt es eine negative Temperatur und die ist dann heißer als unendlich. Beim Unruheffekt zuletzt mussten wir erkennen, alleine eine konstante Beschleunigung führt schon dazu, dass man plötzlich eine Temperatur von Teilchen erlebt, proportional zur Beschleunigung. Also all das führt diese Begriffe schon arg an die Grenzen. Wir strapazieren die schon über alle Maßen. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir uns jetzt den Dingen zuwenden, die ja noch auf unserer Agenda stehen. Wir wollen das Bekenstein-Limit begreifen. Wir werden das holographische Prinzip uns anschauen. Wir werden Thermodynamik anwenden auf schwarze Löcher, auf das Universum als Ganzes. Und da müssen wir ein bisschen breiter uns noch aufstellen bei einem Schlüsselbegriff, nämlich bei der Entropie. Wir müssen von der Entropie die Brücke schlagen zur Information. Und dabei wird uns heute gleich mal was begegnen, ein kleines Problem, nämlich das Informationsparadoxon schwarzer Löcher. Bei der Entropie hatten wir uns bislang auf die sehr nützliche Beziehung von Ludwig Boltzmann gestützt. Entropie S ist die Boltzmann-Konstante mal der natürliche Logarithmus von Omega. Und Omega waren diese Mikrozustände eines gegebenen Makrozustandes. Wir haben also irgendein Phänomen, irgendeinen Makrozustand hier in unserer Welt, den wir betrachten wollen. Und dann kommt es darauf an, auf wie viele Arten und Weisen in der Welt des Kleinsten kann man diesen Makrozustand realisieren. Also wie viele solcher Möglichkeiten gibt es im Kleinsten, dass es nach außen hin betrachtet, wie der identische Makrozustand aussieht. Und damit war die Entropie in gewisser Form ein Maß für die Anzahl der Mikrozustände bei einem gegebenen Makrozustand. Den Zustand mit den meisten Mikrozuständen, den haben wir Gleichgewicht genannt. Insofern ist Entropie auch ein Begriff, ein Maß dafür, wie nahe wir schon am Gleichgewicht dran sind. Am Gleichgewicht angekommen, waren wir nicht mehr in der Lage, irgendwelche äußeren Kräfte zu verrichten. Wir konnten also diesem System keine weitere Energie mehr entnehmen, um irgendwas anzutreiben, irgendeine Maschine oder sonst was. Insofern wiederum war Entropie, oder ist es nach wie vor für uns, ein Maß dafür, wie viel Arbeit wir einem solchen System noch entlocken können. Wie viel Energie wir da noch für äußere Kräfte aufwenden können. Wie gesagt, beim Gleichgewicht angekommen, erinnern Sie sich bitte an das Bild, mit dem das Universum legt die Füße hoch. Jetzt können wir es zu nichts mehr motivieren. Jetzt wird es keine Arbeit mehr für uns verrichten. Bis hierher war die Welt noch in Ordnung. Gutes Stichwort Ordnung. Wir hatten festgestellt, dass die Entropie auch ein Maß für die Unordnung darstellt. Das ist aber jetzt ein sehr schwieriger, fast schon subjektiver Begriff. Was ist denn bitte schon jetzt geordnet und was ist mehr oder weniger geordnet? Nehmen wir wieder das Beispiel der Moleküle in diesem Raum, das wir ja schon so oft verwendet haben. Wenn diese Moleküle jetzt eine gewisse Anordnung annehmen. Zufällig finden sie sich alle im Zentrum des Raumes zusammen und bilden dort irgendwie ein sphärisch-symmetrisches Objekt. Ist das jetzt ein besonders geordneter Zustand? Oder sie bilden einen Würfel. Ist der Würfel jetzt geordneter oder weniger geordnet als die Kugel? Wenn sie Streifen bilden oder ein Gitter oder im Zentrum die Zahl 42 formen, die Antwort auf alle Fragen. Ist das vielleicht der geordnetste Zustand? Also Sie merken, das ist nicht ganz so einfach. Man müsste sich immer wieder daran erinnern, welche Formation ist näher am Gleichgewicht,
Das wäre die mit höherer Entropie. Das wäre also der weniger geordnete Zustand. Aber dann kommt es ja noch schlimmer. Dann haben wir festgestellt, Kräfte im Raum verändern plötzlich die Richtungen, in die sich so etwas bewegt. Die Moleküle in diesem Raum werden beispielsweise, wenn ich hier eine Gravitation einschalte oder eine anziehende Kraft zwischen den Molekülen, dann werden die eine Verklumpungstendenz haben. Bin ich in einem kräftefreien Raum, habe ich keine anziehenden Kräfte zwischen den Teilchen, ja, dann werden sie versuchen, den gesamten Raum möglichst gleichmäßig einzunehmen. Das wäre dann der Gleichgewichtszustand. Es wird immer schwieriger, und wenn wir jetzt konkrete Objekte betrachten, die für sich genommen schon anspruchsvoll sind, dann brauchen wir was Griffigeres, an dem wir uns festhalten können. Wir brauchen den Begriff der Information. Wir müssen Entropie überführen in einen Informationsbegriff. Betrachten wir wieder unsere Gasmoleküle. Wenn sie alle zusammen, sie seien nicht unterscheidbar, und es soll sonst keine Kräfte in diesem Raum geben, die irgendwie zwischen diesen Teilchen vermitteln, dann wäre der Zustand, der Makrozustand, alle sitzen in einer Ecke, gegeben durch einen einzigen Mikrozustand. Es gibt nur eine Konstellation, sodass alle in einer Ecke sitzen. Oder meinetwegen im Zentrum eine Kugel bilden oder was auch immer. Wir haben also einen einzigen Mikrozustand, der diesen speziellen Makrozustand abbildet. Wir wissen ganz genau, was Sache ist. Wir haben keinerlei Informationsdefizit. Alles ist klar. Nehmen wir eine kleine Abweichung davon. Ein paar von den Molekülen sollen sich nicht genau in der Ecke befinden. Wir haben also einen Makrozustand, der mit wenigen Mikrozuständen dargestellt werden kann, dann haben wir ein bisschen Informationsdefizit, weil es ein wenig unterschiedliche Möglichkeiten gibt, an Mikrozuständen diesen Makrozustand darzustellen. Je mehr wir Möglichkeiten haben, je mehr Mikrozustände zulässig sind, umso größer wird unser Informationsdefizit, weil wir nicht wissen, in welchem konkreten einzelnen Zustand dieser jetzt mehr Möglichkeiten sich das System befindet. Wir sehen ja nur diesen Makrozustand. Wir erkennen also, aha, je mehr Mikrozustände das System hat, umso unklarer ist es, in welchem es sich wirklich befindet. Da schlägt ja wieder die Ergodenhypothese zu. Wenn wir lange genug warten, dann werden alle Möglichkeiten tatsächlich angenommen. Wir wissen also nicht, in welchem es sich befindet. Wir haben ein hohes Informationsdefizit. Je höher, umso mehr Möglichkeiten es gibt. Ja, dann ist es doch ganz einfach. Dann sind wir ja schon durch. Entropie als Maß für die Anzahl dieser Mikrozustände ist also offensichtlich auch ein Maß für das Informationsdefizit. Warum ist das jetzt so hilfreich? Schauen wir uns am besten nochmal die Geschichte an mit der Temperatur. Das war also ein bisschen knifflig. Warum ist das dann bei hohen Temperaturen irgendwie so, dass ein kleines Quantum zusätzlicher Energie gar nicht so viel Entropieveränderung herbeiführt, während bei niedrigen Temperaturen ein kleines Quäntchen genügt, um sehr viel Entropie zu verursachen? Ganz einfach. Hohe Temperatur heißt, ja, die Teilchen haben eine hohe thermische Bewegung. Thermisch war diese Bewegung, die nicht gerichtet ist, also nicht irgendwie der konkrete Wurf von einem einzelnen Teilchen, sondern so eine zufällige Bewegung, thermische Bewegung. Die Teilchen haben also einen großen Impuls, weil viel Energie im System, hohe Temperatur. Also nehmen wir hier mal so einen Impulsvektor. Der ist ziemlich groß, weil Temperatur ist hoch. Hier drüben nehmen wir einen kleinen Impulsvektor. Hier ist die Temperatur niedrig.
Was passiert jetzt, wenn wir ein kleines Quäntchen Energie hineingeben? Ein kleines Quantum DE? Na gut, der neue Impulsvektor, also wir treten jetzt diesem Impuls gewissermaßen ein bisschen in den Allerwertesten. Das heißt, der wird sich, wir wissen nicht in welche Richtung, aber wir wissen, wir fügen hier ein bisschen Zusätzliches hinzu. Und dann gibt es einen neuen Impulsvektor, der wieder hier vom selben Ursprung aus zu der neuen Spitze, je nachdem, wohin wir jetzt gegangen sind, ist ja eine zufällige Richtung, die wir hier zufügen, wenn wir an der Energie drehen. Also könnte das eine könnte direkt so aussehen, bis hierher. Der nächste könnte bis hierher gehen oder bis hierher. Also Sie sehen, im Großen und Ganzen hat sich dieser Impulsvektor nicht großartig verändert. Dieses kleine Quantum hier oben, das wir hinzugefügt haben, hat im Großen und Ganzen den Impulsvektor nicht besonders beeindruckt. Ganz anders sieht es aber jetzt hier aus, wenn ich diesen kleinen Impuls mit einem zufälligen Impuls DE versorge in irgendeine beliebige Richtung, so wie wir es hier gemacht haben, dann bleibt von diesem ursprünglichen Vektor quasi nichts übrig. Also hier haben wir jetzt eine komplett neue Konstellation. Hier haben wir immens Information verloren. Hier haben wir ein großes Informationsdefizit. Hier ist das Ganze im Großen und Ganzen gleich geblieben. Also das hilft uns schon mal sehr, die Anschaulichkeit zu bewahren, wenn es darum geht, mit diesen Temperaturen und mit diesen Energie- und Entropieänderungen zu hantieren. Also hier ist relativ offensichtlich, dass dieses DE eben T dS sein muss. Bei hoher Temperatur erzeugt es wenig Entropie, wenig Informationsdefizit. Bei niedriger Temperatur ein großes Informationsdefizit, eine hohe Entropie. Deshalb ist das Produkt hier von der Temperatur und der Entropie konstant und entspricht genau diesem Quantum Energie, das wir zuführen. Eine kleine Zahl mit einer großen Zahl multipliziert, das ist das hier, oder ein großes T müssen wir mit einer kleinen Zahl multiplizieren, damit wieder das Quantum herauskommt. Also daran sieht man schon mal, das ist ein ganz nützliches neues Maß. Dieser Informationsgedanke, nehmen wir zum Beispiel auch eine kollabierende Wolke von irgendwelchen Teilchen. Da spielen ja jetzt plötzlich sogar Kräfte eine Rolle, da hatten wir ja große Probleme. Ja, wir beginnen mit einer sehr kalten Wolke. Und diese sehr kalte Wolke lassen wir unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen. Dadurch wird die thermische Energie ansteigen, die Teilchen werden sich erhitzen, dann werden Fusionen zünden, da wird alles Mögliche passieren. Das, was dann entsteht, werden wir einen Stern nennen. Der Stern wird verschiedene Zyklen durchlaufen. Alles das ist jetzt besser zu verstehen und zu erklären in diesem Modell. In jedem Schritt verlieren wir Information. Das Informationsdefizit über die genaue Konstellation nimmt immer weiter zu. Und am Ende des Ganzen steht ein schwarzes Loch. Wir haben ein sehr, sehr massereiches Objekt kreiert und es wurde am Ende seines Lebens zu einem schwarzen Loch. Jetzt haben wir eine Konstellation am Ende der ganzen Geschichte, die ist nur noch gegeben durch die Masse, ein Drehmoment dieses schwarzen Lochs, kann man auch Spin nennen, und eine Ladung. Warum kommen wir an diesen Größen nicht vorbei? Also am Ende haben wir dann hier Masse, Spin und Ladung. Weil wir, um diese Information noch zu vernichten, Symmetrien verletzen müssten, Erhaltungssätze.
Die Ladung kriegen wir nicht weg, den Drehimpuls kriegen wir nicht weg. Das heißt also, das ist die Mindestkonfiguration an Informationen, die wir haben müssen bei dieser gegebenen Ausgangskonstellation. Das schwarze Loch, das also am Ende dieser ganzen Entwicklung entstanden ist, entspricht also der kompaktesten Darstellung, entspricht dem maximalen Informationsdefizit, entspricht also der größtmöglichen Entropie. Deshalb wird unter Anwesenheit einer solchen anziehenden Kraft die Endkonfiguration dieser Teilchen, die irgendwie am Anfang verteilt sind, in Form dieses schwarzen Loches vorliegen. Am Ende ist das Informationsdefizit größtmöglich. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir in unser schwarzes Loch irgendwas reinwerfen? Zum Beispiel eine Orange. Ladung haben wir hier nicht großartig zu berücksichtigen. Sagen wir mal, wir haben hier keinen Drehimpuls oder sowas. Aber Masse natürlich. Naja, dann hätten wir hier, die Masse des schwarzen Lochs würde sich erhöhen. Der Drehimpuls bliebe gleich. Also das ist hier der Spin. Deshalb habe ich den Buchstaben S genommen. War nicht ganz glücklich, weil das ist natürlich nicht die Entropie. Also vielleicht, okay, der Spin und die Ladung. Ladung bleibt gleich, Spin wollten wir ja vernachlässigen. Also die Masse nimmt zu. Denselben Effekt hätten wir aber gehabt, wenn wir eine Zitrone in unser schwarzes Loch werfen, vorausgesetzt, sie hat dieselbe Masse wie die Orange. Im Anschluss werden wir unserem schwarzen Loch anhand seiner jetzt vorhandenen Information, Masse, Spin und Ladung, nicht mehr ansehen, was wir hineingeworfen haben. Gleiche Masse vorausgesetzt. Damit geht uns Information verloren. Okay, wenn Sie sagen, ja, ist ein Informationsdefizit, steigt, dann damit steigt auch die Entropie. Ja, klar. Tatsächlich war dieser Gedankengang sogar sehr hilfreich für das weitere Verständnis, weil er gezeigt hat, okay, außerhalb in unserem Universum, da haben wir immer diese Geschichte hier. Das heißt also, wenn die Entropie zunimmt, müssen wir hier nur umstellen, dann ist es nichts anderes als die Änderung dE mit einer Temperatur T. Und bei einem schwarzen Loch, ja, was verändert sich jetzt hier, wenn wir was reinwerfen? Die Masse. Das heißt, mit der Masse steigt der Schwarzschildradius. Das war ja nichts anderes als 2g durch c Quadrat mal die Masse. Bei einem schwarzen Loch würde sich also jetzt die Oberfläche verändern. Informationsdefizit heißt jetzt hier, die Entropie steigt an. Informationsdefizit beim schwarzen Loch heißt, die Oberfläche des Ereignishorizonts nimmt zu. Aus dieser Beziehung wird also eine Änderung der Oberfläche des Ereignishorizonts. Und da kriegen Sie jetzt eine Änderung in der Masse bei einer bestimmten Entropie. Das erwähne ich jetzt hier nur mal so am Rande. Das ist quasi, das liegt so nahe, dass ich es hier einfach schnell mal machen wollte. Aber der wichtige Punkt, der wirklich wichtige Punkt, um den es jetzt geht, ist der, dass dieser Informationsverlust an einem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs, dieses Informationsdefizit, sich grundlegend unterscheidet vom bisherigen Informationsdefizit. Bisher hatten wir gesehen, ja, wenn es jetzt plötzlich mehr Mikrozustände gibt, dann haben wir Information verloren, weil wir nicht mehr genau wissen, in welchem Zustand befindet sich denn jetzt unser Makrozustand. Auf der Welt, auf der Skala des Allerkleinsten. Aber
Das ist das alles Entscheidende Aber. Grundsätzlich hätten wir dieses Defizit immer wieder auffüllen und überwinden können mit genügend Aufwand. Wir hätten einfach nur alle Teilchen irgendwie in die Ecke pumpen müssen oder beliebig viele Messprozesse machen, um genau zu wissen, was Sache ist. Also wir hätten mit sehr viel Aufwand immer die Möglichkeit gehabt, das Informationsdefizit auszugleichen. Die Information war also noch da, war erreichbar für uns. So wie wir auch in der Lage gewesen wären, jederzeit die Entropie wieder zu erniedrigen, wenn wir Arbeit verrichten. Wenn wir sehr strampeln. So wie wir die Entropie erniedrigen können, können wir auch das Informationsdefizit wieder auflösen. Hier haben wir was völlig Neues. Hier haben wir einen Ereignishorizont eines schwarzen Lochs, was immer diese Grenze überschreitet. Egal, was wir jetzt an Aufwand treiben, egal wie sehr wir strampeln, diese Information ist für uns verloren. Das ist der grundlegende Unterschied. Da kommen wir nicht mehr ran. Und das ist das Problem, weil wir in unserem Universum eben gerne Information als Erhaltungsgröße begreifen. Weil es durch beliebiges Strampeln möglich ist, das wiederherzustellen und da ranzukommen. Das ist jetzt übrigens keine Erhaltungsgröße, die aus einer Noether-Symmetrie, aus dem Noether-Theorem hier rührt. Das werden Sie an verschiedenen Stellen hören oder lesen, das ist falsch, weil das Noether-Theorem hat immer mit kontinuierlichen Symmetrien zu tun. Die Zeitumkehr, das ist nämlich die Größe, die Symmetrie, die verbunden ist mit der Information. Information ist deshalb eine Erhaltungsgröße, weil es eine Symmetrie gibt in diesem Universum, die in der Zeitumkehr liegt. Wir können also von einem Phänomen einen Film aufzeichnen und den Film können wir vorwärts oder rückwärts laufen lassen. Und diese Zeitumkehr ist keine kontinuierliche, sondern das ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Deshalb, okay, ist jetzt spitzfindig vielleicht, aber ich wollte es Ihnen einfach mal sagen, weil da wird man schnell in die Irre geführt. Das also basiert nicht auf der Noether-Überlegung, sondern basiert einfach aus der Betrachtung heraus, dass wir die Bewegungsgleichungen, die wir gewonnen haben in der klassischen Mechanik, Lagrange-Formalismus, wenn Sie sich erinnern, die Bewegungsgleichungen, da können wir ein T für die Zeit einsetzen oder ein Minus-T für eine rückwärts laufende Zeit und die Bewegungsgleichungen funktionieren wunderbar. In der Welt des Allerkleinsten haben wir das Ganze dann in Form der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung gemacht, zumindest für nicht-relativistische Dinge, für relativistische Angelegenheiten wäre dann die Dirac-Gleichung zuständig. In beiden Fällen ist das Entscheidende, hier können Sie wieder ein T oder ein Minus-T einsetzen. Das Ganze ergibt stets Sinn. Also allein aus der Betrachtung dieser ganzen fundamentalen Gleichungen hätten wir gerne diese Möglichkeit, Zeit vorwärts oder rückwärts laufen zu lassen. Und daraus, aus dieser Symmetrie, leiten wir eine Erhaltungsgröße ab. Das ist die Information. Übrigens ist hier auch dieser Begriff der Zeittranslationsinvarianz, den man hier gerne hört, das ist auch gefährlich, weil invariant heißt, wie wir ja schon gelernt haben, dass man einem Prozedere, einem Prozess eine Veränderung antun kann. Hier darf man was machen. Das schöne Beispiel ist der Kreis. Wenn ich den Kreis ein bisschen drehe, um seine senkrechte Achse durch den Mittelpunkt, dann bleibt es ein Kreis. Während wenn ich ein Viereck ein bisschen drehe, dann sehen Sie sofort, hey, jetzt ist es gedreht. Es sei denn, ich drehe es wieder um 90 Grad oder ganz zollige Vielfache davon. Also gibt es hier eine kontinuierliche Transformation und invariant heißt, man sieht es am Ende dem Ding nicht mehr an, dass hier was gemacht wurde.
wenn Sie im Allgemeinen so eine Bewegung haben, von, ich werfe jetzt hier mal die Orange hier durchs Studio, dann sieht die Vorwärtsbewegung anders aus als die Rückwärtsbewegung. Oder ich lasse hier ein Ei vom Tisch fallen oder was auch immer. Deshalb ist hier der Begriff der Invarianz falsch. Also es gibt ganz pathologische Bewegungen, die sind natürlich schon zeittranslationsinvariant. Also wenn Sie einfach nur sowas haben. Okay, das können Sie vorwärts und rückwärts laufen lassen. Da ist es wurscht. Oder was auch immer. Aber im Allgemeinen ist das eben nicht so. Also Vorsicht mit diesen Begrifflichkeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, warum mir das jetzt so wichtig ist. Jetzt habe ich es Ihnen erzählt. Für unsere Belange ist entscheidend, Information ist eine Erhaltungsgröße. Und als solche geht sie jetzt hier verloren am Ereignishorizont eines schwarzen Lochs. Puh. Das ist der Skandal. Beim Tafelwischen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, da gibt es immer, das kommt sowieso als Frage, deshalb nehme ich es gleich vorweg, der Kollaps der Wellenfunktion in der Quantenmechanik. Da sagen immer viele, da haben wir doch eine Wellenfunktion zu Beginn, die uns nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten liefert, wenn wir das quadrieren und all das Prozedere. Und in dem Moment, wo wir messen, im Augenblick des Messprozesses, kollabiert doch diese Verteilung zu einem scharfen Peak und dann wissen wir für einen kurzen Augenblick, wo sich das Ding wirklich befindet, bevor dann diese Verteilung wieder zerfließt und dispergiert. Und ist das jetzt hier ein Bruch dieser Symmetrie, weil wenn wir jetzt hier einen Film haben und den rückwärts laufen lassen, dann müsste ja aus diesem scharf lokalisierten, klaren Ort, oh, der Heisenberg wird jetzt die Nase rümpfen, aber Sie wissen, was ich meine, da haben wir hier einen klaren Messprozess und rückwärts laufen würde das bedeuten, dass wir jetzt plötzlich wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung hätten. Das ist die größte Schwäche der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik. Und das ist auch der Grund, wieso ich Ihnen damals, wenn Sie sich erinnern, die Bohmsche Mechanik gezeigt hatte in einem eigenen Beitrag mit diesen Pilot-Wave-Geschichten, dass also tatsächlich das Teilchen auf dieser Welle existiert und irgendwo hingetragen wird und dann entsprechend auch wieder rückwärts informationserhaltend das Ganze interpretiert werden kann. Oder Sie nehmen die Everett-Betrachtung, die Interpretation in Form von beliebig vielen Multiversen. Auch dann ist es informationserhaltend, weil Sie jederzeit den Film rückwärts laufen lassen können. Das ist einfach nur eine Schwäche der Interpretation der Kopenhagener Deutung, aber das lässt uns nicht insgesamt daran zweifeln, dass es eine Information gibt, die erhalten sein sollte in diesem Universum. Basierend auf der Mechanik, basierend auf der Schrödinger-Dirac-Gleichung und all diesen Geschichten und natürlich auch die Relativitätstheorien, das ist ja so die letzte noch verbleibende große Säule, da ist es auch irrelevant, ob Sie vorwärts oder rückwärts gehen, weil Sie können jederzeit diese Betrachtungen in diesen Raumzeiten in lokale Scheibchen schneiden, in Zeitscheibchen. Und ob Sie die dann in der einen oder in der anderen Richtung durchlaufen, das darf keinen Unterschied ergeben in der Sinnhaftigkeit dieser Feldgleichungen, der Aussagen, der Bewegungen, die Sie hier haben. Wir hätten also gerne Informationserhaltung, aber an dem Ereignishorizont der schwarzen Löcher scheint das ein Problem zu sein, sobald was hineinfällt. Wenn was hineinfällt, wird aber die Oberfläche vergrößert, dieses Ereignishorizonts. Also war die Idee naheliegend. Vielleicht ist ja die Information irgendwie auf dieser Oberfläche gespeichert. Wir sehen unsere normale Welt an und sehen, aha, die Entropie nimmt immer zu. Und wenn wir hier Prozesse haben von schwarzen Löchern, dann nimmt der Ereignishorizont, die Oberfläche immer weiter zu. Also ist die Entropie vielleicht da irgendwie drauf kodiert in irgendeiner bestimmten Form. Aber Moment, da war doch diese Geschichte mit, wenn wir nicht eine Orange in ein schwarzes Loch schmeißen, sondern ein anderes schwarzes Loch,
Wenn die also irgendwie umeinander kreisen und letztendlich verschmelzen, dann haben Sie doch alle noch in Erinnerung, dass hier Gravitationswellen abgestrahlt wurden, die die Energie von mehreren Sonnenmassen äquivalent wegtragen können. Ja, geht denn dann am Ende irgendwie Ereignishorizont und Information verloren bei so einer Verschmelzung, wenn ich hier was reinwerfe in Form eines anderen schwarzen Lochs? Das müssen wir auf jeden Fall noch kurz betrachten. Dafür nehmen wir einfach mal die Oberfläche eines Ereignishorizonts. Gegeben durch, wie immer bei der Oberfläche, 4π mal Radius zum Quadrat. Und natürlich ist es in dem Fall der Schwarzschildradius zum Quadrat. Das ist die Oberfläche des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs. Der Ereignishorizont wiederum also der Schwarzschildradius, das war 2gm durch c². Jetzt müssen wir nur Folgendes tun. Wir überlegen uns, wie ist denn jetzt diese Änderung der Oberfläche? Also nenne ich das mal Delta A. Und damit vergleiche ich das Endresultat. Das ist also die Oberfläche von M1 ist die Masse des einen und M2 die Masse des zweiten schwarzen Lochs. Also das, was dabei rauskommt, wenn die beiden verschmolzen sind. Und davon ziehe ich das ab, was vorher der Fall war. Die Fläche des ersten schwarzen Lochs minus die Oberfläche des Ereignishorizonts des zweiten schwarzen Lochs. Das gibt uns dann die Differenz. Und dann schauen wir uns die Differenz an, ob das wirklich so groß ist, dass wir da jederzeit ein paar Gravitationswellen abgeben könnten. Ohne dass wir insgesamt Oberfläche verlieren, weil auf der Oberfläche wird ja die Information kodiert, die wollen wir nicht verlieren. So, jetzt müsste ich überall dieses 4π hinschreiben. Das ist also 4π. Das Schöne ist nämlich, dass der Radius mit der Masse linear geht. Ich kann also einfach für die Masse hier den Radius rechnen. Das andere, 2g durch c², ist ja nur eine Konstante. 4π ist nur irgendwie eine Konstante. Das heißt, ich schreibe jetzt hier kein Gleichheitszeichen, sondern ein Proportionalitätszeichen. Dann kann ich den ganzen Pillepalle weglassen. Dann kriege ich also hier m1 plus m2 zum Quadrat, den Radius zum Quadrat. Der Radius hängt ab linear mit der Masse, also schreibe ich gleich die Masse ansonsten hin und nehme das Proportionalitätszeichen. Minus, und dann kriege ich hier die Masse 1 zum Quadrat minus die Masse 2 zum Quadrat. Und das wiederum, binomische Formel, wir erinnern uns an unsere Schulzeit, das erste zum Quadrat plus das zweite zum Quadrat, das hebt sich hier genau weg, plus 2 mal m1 mal m2. Das bleibt also auf jeden Fall hier übrig. Und das ist so groß, dass Sie hier jederzeit Gravitationswellenenergie auf der Pfanne haben, ohne dass Sie am Ende sich Gedanken machen müssen um die Oberfläche des Ereignishorizonts, das Sie durch die Bildung dieses verschmolzenen Objekts dann erhalten. Also, passt. Wir haben also die Möglichkeit, schwarze Löcher zu betrachten, was immer mit ihnen passiert, egal ob da was reinfällt, im Extremfall sogar hier was ganz was Wildes, würde der Ereignishorizont zunehmen. Aber Moment mal. Wenn der Ereignishorizont zunimmt, die Entropie zunimmt. Das heißt, wir ordnen dem schwarzen Loch eine Entropie zu. Wir ordnen einem schwarzen Loch damit eine Entropie zu, die ist auch noch größer 0. Mit jedem Prozess würde diese Entropie ansteigen, weil auch die Oberfläche des schwarzen Lochs sich vergrößert. Das wiederum bedeutet, wenn es als schwarzes Loch eine Entropie größer 0 hat,
dann hat es doch auch eine Temperatur größer 0. Wenn es eine Temperatur größer 0 hat, dann muss es wie jeder andere Körper auch, der eine Temperatur größer 0 hat, strahlen, Planck strahlen. Es muss also eine Form der Strahlung geben von schwarzen Löchern. Das war genau die Hawking-Strahlung, die wir ja letztes Mal schon hergeleitet haben. Das wiederum bedeutet aber, diese Strahlung, die jetzt weggeht vom schwarzen Loch, die verringert die Energie. Sie verringert die Masse, sie verringert die Oberfläche. Auf der Oberfläche ist doch aber unsere Information gespeichert. Das war doch die Lösung, um sie zu erhalten, wenn sie schon nicht verloren gehen darf. Und endlich hatten wir eine Möglichkeit, sie zu erhalten, gespeichert auf der Oberfläche. Und jetzt rinnt uns die Oberfläche hier wie Sand durch die Finger, weil uns die Hawking-Strahlung das Ding wegradiert. Die Hawking-Strahlung wird immer mehr Informationen hier vernichten, weil sie Oberfläche vernichtet. Und das ist das Informationsparadoxon schwarzer Löcher. Und da gibt es verzweifelte Versuche, das irgendwie hinzubiegen. Gerard Toft, ein holländischer Theoretiker, Mathematiker und Physiker, der hatte sich schon überlegt, okay, vielleicht ist diese gespeicherte Information auf der Oberfläche des schwarzen Lochs vorhanden, wartet da gewissermaßen, bis sie von der Hawking-Strahlung weggetragen wird. Das dauert eine Weile. Die Zeitskalen einer solchen Strahlung sind immens. Also das erinnert so ein bisschen an, ich stehe im Regen und warte auf ein Taxi, aber es kommt nicht. Da gab es mal so ein Lied, das fällt mir jetzt gerade ein. Quatsch. Also, die Information auf der Oberfläche des schwarzen Lochs ist dort vorhanden nach diesem Bild und würde dann in irgendeiner Form von der Strahlung weggetragen. Nur wie? Und es kommt ja noch viel schlimmer. Wenn die Information tatsächlich dort wäre, was passiert denn in dem Augenblick konkret, in dem jetzt diese Orange in das schwarze Loch fällt? Das heißt, in dem Moment, wo sie den Ereignishorizont überschreitet, dann würde die Orange erstmal für sich beanspruchen, dass sie immer noch da ist. Okay, die wird spaghettifiziert und was auch immer. Aber was auch immer hier durchgeht, ist erstmal noch da. Und wenn es noch da ist, ist auch noch die gesamte Information da. Wenn die Information aber im Augenblick des Überschreitens des Ereignishorizonts, in dem Moment nimmt er ja zu an Oberfläche, dort kodiert wäre, dann hätten wir die Information dupliziert. Dann hätten wir eine Information in dieser ursprünglichen Konstellation, in diesem dreidimensionalen Raum und eine Kopie dieser Information auf der Oberfläche, auf einem zweidimensionalen Raum. Und das ist bizarr. Das wirft ganz unangenehme Fragen auf. Beispielsweise diese bohrende Frage, was ist denn jetzt das Original und was die Kopie? Oder anders gefragt, das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem jetzt. Ist diese zweidimensionale Beschreibung dann die wahre? Das ist der Gedanke,
den ich hier schon mal kurz anklingen lassen möchte, weil wir schon hier so nah dran sind, hier ist er schon greifbar. Und das Ganze werden wir in einem weiteren Video einfach mal anwenden, sobald wir die Bekenstein-Geschichten gemacht haben. Da gibt es bestimmte Limite, wie man sowas kodieren kann. Also da müssen wir noch ein bisschen bohren, aber dann werden wir zu einem Gedankengang kommen, wo die Leute gesagt haben, okay, das ist ja nett mit dem schwarzen Loch. Jetzt wenden wir das mal an auf das Universum als Ganzes. Gibt es denn dann eine Möglichkeit, die Inhalte des Universums, dieses dreidimensionalen Raumes, in dem wir leben, auf der zweidimensionalen Oberfläche zu kodieren in vollständiger Form? Und was ist dann hier Henne und Ei? Sind wir am Ende die dreidimensionale Projektion eines solchen zweidimensionalen Raumes, der die Information beinhaltet? Das ist dann dieses Etappenziel, das ich so gerne mit Ihnen erreichen möchte, dieses holographische Prinzip. Aber da liegt noch ein Stück Weg vor uns. Was finden wir jetzt vorab für ein Schlusswort zur Information? Ein weiser Mann, der hat mal gesagt, gut informiert zu sein, bedeutet nicht, alles zu wissen, sondern von wenigen Dingen möglichst viel, vorausgesetzt, es handelt sich um die entscheidenden Dinge. Denn am Ende gibt es immer nur zwei Nachrichten. Die gute und die schlechte.